Hey Leute, was geht ab? In dieser Folge alles über Fallout 76 geht es um spezielle Details rund um Fallout 76, die sich der ein oder andere mit Sicherheit auch schon mal gefragt hat. Dieses Video enthält keine Spoiler, wer sich angegriffen fühlen möchte, hat das Recht dazu. Und wenn ihr spezielle Fragen oder Wünsche zu bestimmten Themen aus Fallout habt, schreibt es mir in die Kommentare. An dieser Stelle möchte ich mich hiermit bei allen Menschen bedanken, die mich bisher unterstützt haben und ab hier unterstützen werden. Und jetzt geht's los. Am Ende gibt's noch einen Bonus. Teamplay. Wenn ihr mit Freunden zusammen in einer Gruppe spielt und die Verbindung zum Server verliert, könnt ihr nach erneutem Einloggen dem Team eurer Freunde per Knopfdruck wieder beitreten. Seid ihr noch keinem Team beigetreten, könnt ihr euch dem Team eines Freundes direkt anschließen. Wenn ihr eine Karte mit euren Teammitgliedern teilt, erhält jedes Mitglied den Effekt, auch wenn sein Spielerlevel nicht ausreicht. Wenn ihr die mit einem Stern markierten Quest, die euer Teamleiter aus seinem Questlog aktivieren kann, abschließt, erhalten alle Teammitglieder Bonusbelohnungen für die Quest, egal ob sie aktiv daran teilgenommen haben oder wo sie zu dem Zeitpunkt waren. Quests. Auf Reddit gab es folgenden Post von Bethesda Game Studios. Wenn ihr schnell Level 5 erreichen möchtet, folgt einfach der Hauptquest bis nach Flatwoods. Dort angekommen, solltet ihr Level 5 sein. Events sind besondere zeitlich begrenzte Ereignisse, die alle entlohnen, die etwas zum erfolgreichen Abschließen des Events beigetragen haben. In einem Event muss man zum Beispiel einen Mr. Handy reparieren und zu einem bestimmten Ort begleiten. Oh Mann, wie ich Escort-Missionen liebe. Wenn ihr nicht ausreichend esst oder trinkt, verringert sich temporär die maximale Anzahl eurer verfügbaren Aktionspunkte, welche ihr zum Sprinten und Benutzen des Watts braucht. Solltet ihr sogar anfangen zu verhungern oder zu verdursten, werdet ihr Lebenspunkte verlieren, bis euer Charakter stirbt. Beta. Die Beta wird für alle Plattformen bis einige Tage vor Release spielbar sein und soll ca. 45 GB Speicherplatz belegen. Sofern ihr im Besitz einer SSD seid, solltet ihr versuchen, Fallout 76 auch auf dieser zu installieren, um Ladezeiten so kurz wie möglich zu halten. Ebenso stellt die Beta das zu diesem Tag fertige Spiel dar und wird bis zum Release mit nötigen Hotfixes und Patches versorgt. Beim Übergang zum Release werden wir leider ein paar Tage nicht Fallout 76 spielen können, unser Beta-Spielstand wird aber automatisch zum Release übernommen. PvP. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr nicht ungewollt einen PvP-Kampf startet, solltet ihr den Pazifisten-Modus aktivieren. Dieser verhindert nämlich, dass man anderen Spielern Schaden zufügen kann und schützt euch so vor PvP. Explosionen und Fallen von fremden Spielern, mit denen ihr nicht in einem PvP-Kampf seid, machen euch keinen Schaden und zählen auch nicht als PvP-Anfrage oder Bestätigung. Im Team wird PvP für das komplette Team aktiviert, sobald ein Mitglied auf einen Angriff reagiert und den PvP-Kampf mit einem anderen Spieler oder Team eröffnet. Zerstört ein anderer Spieler, mit dem ihr nicht im Kampf seid, euer Camp, zählt das als Straftat und er wird direkt mit einem Kopfgeld belegt. Zu bestimmten Tageszeiten, wie zum Beispiel nachts, könnt ihr auf besondere Gegner stoßen, welche stärker sind oder besondere Eigenschaften haben können. Alle anderen Gegner werden nicht von der Tageszeit beeinflusst. Anders als in anderen Fallout-Teilen kann in Fallout 76 jeweils nur ein Effekt eines Medikaments aktiv sein. Etwas schade, denn es wäre sicher lustig, wie sich jeder in alter Fallout-Manier vor dem Bestreiten eines großen Kampfes mit allen erdenklichen Stoffen, welche die hauseigene Apotheke hervorbringt, dopen und dann aufeinander losgehen würde. Kosmetische Ausrüstung, mit denen ihr das Aussehen eures Charakters noch weiter individualisieren könnt, können über eure normale Rüstung oder eurem Vault-Anzug getragen werden. Somit könnt ihr euren kompletten Rüstungswert behalten. Das war's leider schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte dazu beitragen, euch die Wartezeit auf Fallout 76 etwas angenehmer zu gestalten. Wenn dem so ist und ihr noch mehr Fallout 76 Content sehen möchtet, drückt jetzt bitte auf den Daumen und abonniert den Kanal. Ich bin gehypt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.